Wo gucke ich hin? Da oder zu dir? Zu dir, okay. Ja, mein Name ist Sahira. Ich bin seit circa 2 Jahren in Guangzhou. Ich habe meine eigene Firma gegründet und bin hier in Guangzhou, weil die Stadt mir sehr gut gefällt. Es ist eine sehr quirlige Stadt. Die Leute sind sehr flexibel. Es ist eine große Handelsstadt. Die Canton Fair ist hier sehr bekannt. Ja, und es sind nicht nur Millionen von Chinesen hier, es sind auch viele Ausländer hier, viele Expats. Was ich auch sehr gerne mag, weil ich mich gerne mit viel Kultur verbinde. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass man hier so viele verschiedene Dinge findet, wie alte chinesische Kultur. Und im nächsten Viertel hat man dann moderne Office-Bauten. Es ist richtig Big Business, was hier stattfindet. Und die Chinesen, die haben eine wunderbare Art, das miteinander zu verbinden. Was ich auch toll finde, ist die kantonesische Küche. Ja, man kann hier jeden Tag unglaublich verschiedene, viele Arten von chinesischen Gerichten ausprobieren. Ja, was mir nicht so gut gefällt oder was verbesserungswürdig ist, ist, dass die hygienischen Verhältnisse manchmal nicht so toll sind. Sprich in öffentlichen Toiletten oder auch in kleineren Restaurants. Da muss man schon mal gucken, ja, kann ich das Essen vertragen, was hier angeboten wird. Als ich hier angekommen bin, habe ich Leute gesucht, mit denen ich mich mal auf Deutsch unterhalten kann. Das hat lange gedauert, bis ich welche gefunden habe. Also ich würde mir wünschen, dass die Expat-Seiten, die Webseiten einfach noch mehr werden, noch informativer werden und dass mehr Leute da sind, ja, mit denen man sich unterhalten kann. Guangzhou Stuff ist eine Website, die viel frequentiert wird hier.